Und ja, ich finde, dass die Sterbegeräusche von dem Viecher klingen immer noch unheimlich. So, irgendwas sagt mir, dass hier hinter nichts Gutes ist. Ah ja, hier ist der Mini-Boss. Okay, hier sind die Gegner leider in der Lage auszuweichen. Was ein bisschen doof ist. Das ist noch doofer. Haben gelernt, wir springen nicht auf Gegner. Es ist kein Legend of Grimrock, wo auf Gegner springen ein Instant-Kill von selbst einem Boss wäre. Okay, das führt uns zu dem seiner Boss-Plattform. Was mich mehr interessiert ist... Halt, wo sind wir? Ach so, wir sind hier. Momentchen mal. Nein, das war nicht hier. Hier war das. Ah ja, gut. Oh, ich hätte mich heilen sollen. Das heißt, ich gebe hier jetzt mal volle Kanne auf den da. Okay, er geht schneller down, als ich gedacht habe. Wyvern, nicht wirklich was für niemanden. Ja, das führt mich hierhin. Das ist wieder die Seite mit den Wasserbasilisken. Und dem Teleport nach oben. Falsch. Also
Also ja, wenn die Wyverns während des Kampfes oben hochfliegen würden, dann wäre das ein blödes Problem. Da hatte ich jetzt aufgemacht. Und ja, das ist auch auf der falschen Seite. Also hier habe ich den Wyvern gekillt, ja. Ah, okay, das spuckt mich hier aus. Das ist gut. Also ja, auf der Seite Wyvern killen ist okay. Au. So, die blocken wir. Du heilst ordentlich. Ihr macht Damage. Wir hauen alles wieder raus, was wir haben. Frostwelle, die können wir nicht abblocken. Doch, können wir. Gut. Das ist wirklich gut, dass wir das abwechselnd machen können, theoretisch. Tank tot, das ist nicht so schön. So. Portal nach oben ist okay. Wow. Yep, könnt aufhören, so aggressiv zu sein, Herrgott. So, der eine Feuerball wird wehtun. Der nicht. Den blocken wir. Das bringt nicht wirklich viel, das Teil. Ah. Hiermit mache ich einen Weg auf die Seite, wo ich den Wyvern getötet habe. Das ist gut. Ich höre mehrere da oben. Oh. Nee, keine wirklich tollen Beinschienen. Nehmen wir sie trotzdem mal mit. Sie sind episch.
Hi, Kumpel. So, alles mal kitten, du. Das unterbrechen. Dich bluten lassen. Okay. So kleine Frost-Eisdrachen beißen doch ganz schön zu. Zum Glück können sie nicht fliegen. Frostwelle blocken. Heiler ist tot. Das ist scheiße. So. Ein Wyvern. Ein Weg. Eine Robbe. Die ist dann was für Serikal, oder? Nee. Für unsere Heilerin. Und Serikal kriegt die dann. Ja. So, jetzt bin ich mal an dem Punkt angekommen, wo ich keine Ahnung habe, wo ich bin. Oh, ich komme noch gar nicht zu dem. So, da bringt man denen ihre Feuerbälle. Dann legen wir wieder richtig los bei euch. Das finde ich jetzt nicht so toll. Ja. Schnell den da töten, weil der da könnte nervig werden. Was haben wir hier? Nee. Also ja, da ist... Da drüben geht's zu ihm. Hi. Du bist stark, das sehe ich dir jetzt schon an. Deswegen machen wir keine halben Sachen. Schlickspucke war garstig, das weiß ich noch. Feuerball können wir abblocken, wenn er auf den richtigen geht, der Sack. Okay, wer hat die Schlickspucke abbekommen? Keine Ahnung.
Langsam wird's unschön. Gott sei Dank konnten wir die Schlickspucke so abblocken. Aber den Feuerball leider nicht. Posieren das Smaragd und Stiefel. Für Selastra würde ich sagen. Okay. Ich nehme mal an, der pulsierende Smaragd ist das, was wir auf den Altar legen müssen. Da unten sieht es irgendwie komisch aus, muss ich sagen. Aber ja, auf der Seite waren wir schon. Da unten ist nämlich die Tür, die wir nur von der anderen Seite öffnen können. Das heißt, wir legen jetzt noch den Smaragd erstmal auf seine Position. Das wäre hier hoch. Hier rüber. Der Teleporter da war schon immer da. Nehmen wir mal sicherheitshalber da die Nachricht runter, dass er einen Smaragd will. Nicht, dass es sonst nicht zählt, nämlich. Habe ich die Befürchtung. Jetzt mal sehen, ob ich meine Vermutung... Oh, das hier müsste. Das müsste neu sein, oder? Bäh. Hä? Achso, das hat sich mit hierher geportet. Das ist ein interessanter Ort. Das sieht aus wie ein Rätselraum. Den will ich aber allerdings erstmal nicht machen. Ups. Das wollte ich ebenfalls nicht. Aber wenn wir hier schon hier unten sind, dann kommen wir, glaube ich, auch... Kommen wir von hier aus dorthin, wo ich hin möchte? Ah ja, Bingo. Ich habe es mir nämlich gedacht, dass hier unten noch ein Schalter ist. Muss ich nur noch den Port nach oben wiederfinden. Ja, und hier ist das zweite Gitter. Ah, hier ist der Port nach oben. Und das müsste der Port weiter sein. Ja, ist er auch. Okay.
Gut. Dann würde ich sagen, hier speichern wir mal. Das ist dann LP028. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.